Hey, hallo meine lieben Gruselfreunde und Silent Hill Fetischisten. Willkommen zurück zu Silent Hill 2 Remake. Bevor wir anfangen, liebe Grüße an Maria, liebe Grüße an meine Freundin und liebe Grüße auch an Collateral9255. Der hat nämlich unter dem ersten Part kommentiert: Ich habe die alten Teile vor Jahren gespielt, Teil 1 bis 3 waren top und Teil 4, The Room, bis zur Hälfte. Die Filme waren kacka. Und dann schreibt noch der OS Game Bro: Die ersten drei habe ich damals auch gespielt, wahre Klassiker. Jetzt gerade mit dem Remake angefangen, ich finde es großartig und dem kann ich nur zustimmen. Es ist absolut geil bis jetzt. Und ich habe auch einen Kumpel, der hat schon 10 Stunden gespielt, liebe Grüße an Java. Und der ist auch absolut hin und weg, ne? Also es ist einfach nur geil und ich habe gefragt, hast du es denn schon durchgespielt langsam? Und er so, ich habe noch nicht mal meine Frau gefunden, also ich weiß nicht, ob man hier von durchspielen... Das wird noch dauern. Also ich bin wirklich sehr gespannt, was hier abgeht. Wir sind ja jetzt erstmal in der Parallelwelt. Und ja, wie gesagt, ich habe ja keine originalen Spiele gespielt. Übrigens, neuer Tag, neues Glück, neue Aufnahme. Ich habe ja keine Originalspiele gespielt. Habe aber die Filme geguckt und muss dem so ein bisschen widersprechen, dass sie kacker sind. Also ich fand den ersten zumindest echt gut. Hat mir gefallen. Ich glaube, der zweite hat dann... Der war nicht mehr ganz so gut, ne? Der war halt... sehr okayisch. War das nicht dieser Silent Hill Teil, der erstmals... War das nicht einer der ersten 3D-Filme sogar damals? Den man 3D im Kino irgendwie schauen konnte oder so? Ja, der war nicht so... Hieß auch... Hat er glaube ich auch 3D im Namen oder so, ne? Ja, der war dann nicht ganz so toll, glaube ich, irgendwie. Aber von mehr weiß ich gerade irgendwie nicht. Aber... Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe immer noch ein bisschen Schnupfen, Leute. Es ist, oder wieder. Es ist ein bisschen nervig, aber wir kriegen das schon hin. Ach ja. Ja, ja. Es sieht schön aus, ne? Übrigens, für die Leute, die es interessiert und die selber Silent Hill spielen, ihr könnt, wenn ihr Performance-Probleme krass habt, könnt ihr in den Steam-Startoptionen, falls ihr das Spiel bei Steam spielt, -DX11 eingeben. Alles klein einfach. Das sorgt dafür, dass das Spiel mit der DirectX11-Schnittstelle startet. Das läuft dann viel, viel besser. Allerdings fallen natürlich auch Effekte weg. Also diese Software-Raytracing-Effekte und so, die erfordern halt DirectX12. Ich glaube auch die Upscaler, ne? FSR, DLSS und sowas. Das gibt's dann da leider nicht, ne? Weil ich in den Rezensionen gelesen habe bei Steam schon zu dem Spiel, ja, spielt das mit DirectX 11 Befehl, das vergesst die andere Scheiße und so. Aber die andere Scheiße hat halt Grafikeffekte mit drin, die das Spiel halt schöner machen. Natürlich läuft das etwas schlechter. Das wissen vielleicht ein paar Leute da draußen nicht so und die meckern dann erstmal so ein bisschen rum. So, wir haben hier wieder eine neue Karte, eine neue alte Karte. Es ist ja eigentlich nur das Gebiet, wo wir jetzt schon waren, oder? Nee. Sieht ein bisschen anders aus. Aber, nee, doch. Nee. Blue Creek Apartments. Oh, weiß ich gerade nicht. Aber wir sind doch eigentlich... Wir sind doch in derselben Welt gerade, nur in der Parallelwelt davon, oder nicht? Hey, Kumpel. Guck mal nicht so rum hier. Boah, der spuckt richtig weit. Du bist neu. Aua. Oh mein Gott. Alter, der ist neu. Aua. Boah, dich mag ich ja gar nicht. Alter, ich bin tot. Ich bin gestorben an dem. Junge, den mag ich ja gar nicht. Was ist das denn? Einfach eine krasse Reform von den normalen Typen, ey. Okay, darauf war ich jetzt nicht eingestellt. Ja, vielleicht baller ich den einfach mal ab. Aha, ach du Scheiße, ey. Sind wir einfach mal eiskalt gestorben gerade. Habe ich die Money hier? Ne, muss ich auch nochmal mitnehmen. Wahrscheinlich kriegen wir deswegen auch Money. Ja, ne, den schieße ich ab, Leute. Das ist mir zu blöd. Aber davon gibt es wahrscheinlich hier auch mehrere. Wir haben halt nicht so viel Muni, ne? Müssen wir halt ein bisschen aufpassen. Naja, gucken wir mal.
Vielleicht schlage ich den auch einfach nur jetzt. Achso, er ist tot. Ja gut, okay, nice. Pass auf, dann lade ich aber meine Munition nochmal nach hier. Kommt bestimmt gleich noch mehr von denen, wa? Utility Room. I. Interessant. Hier ist noch ein Vieh. Ist das auch so eine? Ist auch so einer, oder? Oh, warte mal. Nee. Wo ist er hin? Da hinten. Ja, es ist auch so eine. Dann gebe ich dir mal eine Kugel und den Rest mal so. Das ist echt nicht nett, ne? Boah, das ist ja so kacke. Wie soll das denn gehen, wenn die hier ständig explodieren? Das ist ja voll scheiße. Bin ich nicht geil, du. Den Gegnertypen. Oh yeah, Munitioner. Ah! Habe ich die aufgeweckt? Ja, habe ich. Natürlich habe ich. Ah. Das ist so eklig, ne? Ja. Das war gut. Den haben wir es gezeigt. Scheiß Viecher, ey. Mistviecher. Oh. Okay. Sieht das hier alles geil aus. Ist das geil. Richtig schön abfuck, ne? Oh Gott, was ist das? Alter. Das sind nur Puppen wieder. Aber die leben. Einer davon, oh Gott, da muss ich aber jetzt nicht durchgehen, oder? Ach komm schon. Ich sehe einen Safe-Punkt. Ja, da müssen wir bestimmt durchgehen. Oh, ich will das nicht. Oh, eine Wanduhr. Nee, eine Standuhr. Also eine Standwanduhr. Eine stehende Uhr an der Wand. Ja. Henry Mildred oder so? Scott, ne? Achso, Scott, ja. Okay. Hier eben gerade was an mir vorbeigegangen. Aber ein Zettelchen. Henry geht voran mit ruhigem, festem Tritt. Mildred eilt vorbei, voll Anmut ist ihr Schritt.
Doch Scott holt alle ein. Mit ihm hält keiner mit. Okay. So, wir können mal speichern hier. Das ist sehr schön. Das machen wir doch gleich mal. Oh, sieht das geil aus. Alter. Sieht das geil aus hier. Meine Lampe geht nicht, doch. So langsam habe ich auch einen Dreh raus, glaube ich. Oh. Alter! Junge, stirb. Die steht wieder auf. What the fuck? Oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Was stand auf dem Grabstein eines Mathematikers? Damit hat er nicht gerechnet. Ja, der ist schon ein bisschen alt, ne? Und tausendmal gehört. Okay, wollen wir schon durch? Oder will ich erstmal die andere Seite checken? Oh, hier ist auch noch was. Munition, we take that. It's going to be fun. Hier kommen wir... Oh, da oben steht einer hinter dem Fenster. Oder? Ne, das sind nur die Vorhänge, ne? Sieht aus, als würde da eine Frau stehen oder so. In einem Kleid oder so. Ja, keiner da. Oh Gott. Okay, ist so. Vielleicht auch besser so. Alter, oh Gott, ich erschrecke mich auch so heftig vor diesen kleinen Viechern, ne? Hier sind noch mehr. Noch eins irgendwo. Ich höre auch was. Wo denn? Oh, ich höre was. Irgendwo ist hier noch so ein Vieh. Aber ich sehe nichts. Hier sind lauter Handabdrücke auf dem Tisch. Stimmt, habe ich vergessen. Mann. Ah. Übrigens ist ja kein Geheimnis, dass das Spiel auf der Unreal Engine 5 basiert, ne? Das ist nicht mal die neueste Version. Das ist voll krass. Jetzt vor kurzem ist die Unreal Engine 5.5 erschienen, mit ganz vielen Features und so. Dann gibt es noch 5.3, wahrscheinlich auch 5.4 oder so. Und das hier ist die 5.1, also das geht noch ein paar
Zwischenschritte neuer quasi, wo grafisch dann auch noch ein paar Sachen drin sind, die halt auch noch besser aussehen könnten. Jetzt könnte ein oder andere sagen, warum ist denn das so? Warum hat man nicht gleich die neueste Engine-Version genommen und so weiter und so fort? Das Ding ist, man muss halt bedenken, dass das Spiel halt schon länger in Entwicklung war, ne? Vermutlich schon ein paar Jahre. Und deswegen nimmt man halt das, was zu dem Zeitpunkt verfügbar ist, und macht das Spiel dann halt fertig, ne? Wenn man Zeit hat, baut man vielleicht noch ein paar Upgrades ein oder updatet noch irgendwas, aber das war es dann im Großen und Ganzen gewesen. Nur mal so als kleine Randinformation. Und wenn ich weiß, was eine Unreal Engine ist oder so, ist quasi der Grafikmotor, also das ganze Grundgerüst, worauf das Spiel halt läuft oder basiert, ne? Nur mal kurz so. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen ganz interessant, das mal zu hören. Du stehst auf, ich weiß. Achso, du bist das Vieh, was... Nee, du bist nicht von eben. Das kann nicht sein. Wir sind schon wieder einen Raum weiter hier. Auch wenn die Räume ein bisschen gleich aussehen gerade. Also, das war jetzt kein Kritikpunkt. Aber warum sind die Viecher hier tot? Oh, vielleicht ist hier einer mal durchgegangen, der nicht wir waren. Da liegt noch kein Blut. Der lebt noch. Da ist kein Blut zu sehen. Okay, der lebt nicht. Aber der. Okay. Nice. Aber der sieht auch noch sehr, sehr frisch aus. Warum seht ihr alle so sehr frisch aus? Ist doch auf, ne? Nee. Naja, lieber einmal sicher gehen und rauftreten. Oh, so ein leichtes Summen irgendwie von... Irgendeine Frauenstimme summt. Aha. Was für eine Musik? Oh. Oh. Bin ich zu spät nach hinten gegangen. Und Scheiß. Boah, das gab vier Kugeln gerade. Das ist nicht schlecht. Steht ihr alle auf? Alter, aua! War ich noch nicht weit weg genug? Ah, hier brauchen wir einen Schlüssel. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn Silent Hill, es ist ja jetzt vorgestern rausgekommen, glaube ich schon, ne? Am 8. glaube ich. Also Standpunkt jetzt seit 10 Minuten quasi seit vorgestern. Ich freue mich schon darauf, wir haben noch keinen Patch bekommen. Also wahrscheinlich gab es schon irgendwie einen Day One Patch oder so, der hier schon drin ist. Aber es gab jetzt noch keinen extra Patch oder so. Ich bin sehr gespannt, ob die nächsten Tage da schon was kommt. Oder ob es in den nächsten 1-2 Wochen irgendwie was kommt. Und vielleicht schon so ein bisschen so die Stotterer-Probleme angeht, irgendwie sowas. Bin ich mal sehr gespannt drauf.
was die da so ein bisschen performance-technisch noch machen oder so. Also nicht, dass es schlecht läuft, ne? Nur bisschen Stutter hier, Ruckler da, bisschen leicht. Aber dafür sieht es halt auch unglaublich bombastisch fantastisch aus, ne? Er hat sich irgendwas notiert? Was hat er sich notiert eben? Hä? Ich habe nur eine Schublade aufgemacht. Euer Heilung, geil. Oh, okay. Das ist aber eine sehr fest verschlossene Tür hier mit Ketten. Oh, was zur Hölle? Oh, dieser Sound, diese Musik. Schön, hier kann ich irgendwas machen. Ne, gucken nur. Oh, schön. Oh, hier muss ein Rad ran. Okay. Okay, sind wir irgendwie auf der anderen Seite. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich nicht... Oh, war hier was? Nee. Ich will mal ganz kurz gucken, ob ich nicht was übersehen habe gerade. Hier hinten sind wir noch nicht weitergegangen. Moni? Aber klar. Oh. Kleine Falle hier. Ja, darauf war ich aber irgendwie vorbereitet. Das habe ich mir schon fast gedacht. So. Jetzt können wir weiter. Oh mein Gott, was war das? Das haben wir so aber nicht abgemacht. Was soll denn das? Wieso sperrt man mich jetzt hier ein? Ich hab doch nichts Böses verbrochen. Außer, dass ich hier unerwünscht bin. Oh, ein Schlüssel. 306. Geil. Und das Rad, was wir brauchen. Ein bisschen viel Belohnung irgendwie, ne? Oh, das fällt hier auch zu, oder was? Oh Gott, irgendwas ist, gefällt mir hier gar nicht. Warum ist hier so eine Luke? Na toll. Au. Das ist ganz schlecht. Nee, da muss ich kurz die Waffe holen. Das ist ganz schlecht. Auf so engem Terrain. Das ist ganz, ganz blöd hier. So, den anderen können wir von mir aus knüppeln. Wo ist er? Hä? Wo ist der andere? Wo ist er hin? Da. Alter. So. Ah, so eine. Ah.
Ja, ihr seid mir mittlerweile sehr viel lieber als die anderen Kotzis. Die anderen Kotzis sind echt blöd. Ihr seid sehr okay. 1:06. Hallo? Oh, hier sind zwei. Ah, nein. Weg jetzt. Aua. Oh. Oh, mies. Aua. Oh, ich bin gestorben. Scheiße. Ich wollte mich gerade heilen. Ah, verdammt. Oh, das ist aber auch mies. Diese Kotzis, die so auch noch explodieren und so, das ist echt mies. Oh, und dann auf so engem Raum hier alles. Das ist echt fies. Ohne Mist. Bisschen fies. Die Scheiße. Oh, nee, darf ich hier nochmal neu spielen? Oh, nee, shit. Ich darf nochmal alles machen. Oh, nee. Alles? Oh, wirklich alles? Okay, dann baller ich mich jetzt durch. Weil so viel ist jetzt auch nicht nachspielen, aber... Hier ist ein Durchgang. Achso, ja, den habe ich ja schon aufgemacht. Stimmt. Geht nur in die Küche. Achso, notiert er sich das vielleicht, wenn ich das einmal angucke? Nee. Oh. Oh. Mein Gott. Ein Schuss ist echt nicht schlecht, ne?
So. Nee, das wollte ich nicht. Das war nicht der Plan. Ich mag das Kriechen so gerne. Deswegen, Oh, hi. Ich werde jetzt gerade nicht nochmal sterben, ehrlich gesagt. Aber ich will auch nicht meine ganze Muni jetzt vergeuden. Alter. Das ist eklig. Glaube ich, lasse das Licht einfach aus. Komm nicht weg. So, hier hängt ein Raddonne. Ja, ja, ich weiß. Oh. Ich habe meine Lampe wieder an. Stimmt. Oh, das war ein Fehler. So. Okay. Oh. Alter, war das laut. Holy shit. Alle Fenster zerstört. Ich meine alle... Oh, hier hängen überall Glasscheiben. What? Ich jetzt erst. Sieht ja okay aus. Das ist geil, also erstmal ganz in Ruhe im Inventar suchen. Wo ist meine Knarre? Ach da, warte mal, ich hol mal kurz raus. Ja. Ach, so eine. Ist da auch noch irgendwo was? Oh ja. Ja, stimmt. Habe ich dich schon aufgeschreckt? Nee. Wo ist das Vieh? Okay, nice. Wo war denn das jetzt mit dem Rad? Ah, hier. Sehr gut. Haben wir einen Speicherpunkt noch? Ich würde gerne einmal vorher speichern. Na ja, gut. Dann halt nicht.
Kommen wir da rüber. Okay. Oh, ein Stundenzeiger für die Uhr. Geil. Boah, diese Sounds, ne? Alter. Gar nicht hier. Ja, uns fehlt eine Sekundenzeiger auch noch, ne? Ich speichere ab. Ich habe keine Ahnung. Soll ich die alle einmal? Oh, ich darf nicht mehr ran. Komm jetzt Henry. Ich muss das wahrscheinlich nach und nach umschalten, wa? Ah, Henry, ha! Ah, jetzt die Tür auf. Ja, ich habe gerade an Henry H. an die Tür gedacht. Ja, ja. Die hat sich geöffnet. Okay. Schalten wir jetzt nach und nach. Oh, das sieht aber sehr sauber und schön hier aus. Aha. Lebt hier einer? Was ist das? Ah, muss ein Vogel rauf. Interessant. Okay. Oh, hier brauchen wir auch einen Schlüssel oder so. Auch nix. Oh, Alter, willst du in die Toilette greifen? Nicht dein Ernst. Oh. Oh. Oh, es ist widerlich. Oh, ist das widerlich. Das kann ich mir gar nicht mehr angucken. Oh. Allein die Vorstellung. Oh. Minutenzeiger. Okay. Was zum Teufel? Geht jetzt ab. Taubenfigur. Aha. Ah. Oh, hi. Alter, hab mich zweimal erwischt. Dazu bist du scheiße. Oh, ich hasse die wirklich. Oh, weg, weg, weg. Alter. Oh, ich hasse diese Viecher wirklich hart, ne? Ah, das bleibt sogar. Das bleibt sogar auf dem Boden. Das ist ja Asi. Oh, guck mal, jetzt ist hier zu. Hä? Lol. Einfach zugegangen. Gerade noch offen. Ja, wir brauchen einen Vogel irgendwie, den wir da... Achso, wir haben den Vogel gerade rausgeholt aus der Toilette, ne? Ne, aus der Toilette haben wir noch den Zeiger. Wo haben wir den Vogel denn gerade rausgeholt? Hä, bin ich doof?
Ach, wir brauchen noch was, okay. Wir brauchen noch ein V. Ja, nee, das ist klar, dass der da nicht reingeht. Oh, ja, mit dem Vogel. Nee, den Vogel haben wir aus dem Klo geholt, ne? Aber wo haben wir denn den Zeiger her? Ja. Keine Ahnung. Ich bin etwas unaufmerksam gerade. Oh yeah. Ja. Kommt aufs Gleiche hinaus. Au! Alter! Stand hier einfach nur in der Ecke. Zwei! Oh Gott. Einfach zwei. Leb doch. Ich wusste es. Also ich wusste es nicht, aber ich habe es erwartet. Oh. Schon mal ein Teil davon. Ja, ein bisschen an der Decke gucken hier. Wo ist denn das andere Teil? Oder haben wir schon beide? Nö. Ich würde es jetzt nicht übersehen. Vielleicht in dem Raum? Ne. Ja, ich glaube, ich muss erstmal den Zeiger einsetzen. Machen wir doch mal. Oh, das war Muni. Alter, wat? Wer flüstert hier? Das war ja creepy. Junge, das war creepy. Oh, das Licht ist aus. Oh Gott, da ist ein Schatten hinter. Okay, warte. Achso, da geht's. Nee, hä? Doch. Das ist das Körper von dem Strauß. Das ist nur eine Puppe. Oh Mann. Aber im Wasser ist bestimmt was drin, das springt da raus aus der... Oh, 100 Pro, Alter. Nee? Na gut. Aber ja, irgendwas ist hier. Seh nix.
So eine. Oh Gott. Okay, kombinieren mit dem hier. Schön. War das das da hinten? Ja, ne? Oder war das hier? Nee. War hier, ne? War das der Raum? Bisschen verwirrend alles noch. Nee. Wo war denn das? Gott, das war hier sehr, sehr close irgendwo in der Nähe. Bin ich gerade verwirrt. War das doch hier? Ah, hier war das. Okay. Ach so. Ah. Okay, cool. Oh nein. Oh, ein Schlüssel. Ah. Lass mich raten, der passt hier. Was ein Zufall. Oh, was ist das hier? Okay. Alter Schwede. Oh Gott. Springen? Nein? Kann ich speichern vorher, ey? Wo ist denn hier Speicher? Zeigt er mir das hier an? Ich würde gerne einmal speichern, ey. Ich glaube, da muss ich... Ja. Nee, da muss ich ganz schön weit zurück, ne? Ja, komm, scheiß drauf. Was soll schon passieren hier unten? Sind das irgendwelche Referenzen immer zu den Originalteilen oder so? Diese Einblendung wie die eben? Na komm, ich gebe mir mal einen. Bin ich jetzt hier? Oh, wieder in einem ganz neuen Abteil. Alter, wie viel es hier gibt. Alles so groß. Alter, geil. Ja, der Minutenzeiger ist klar, dass das damit nicht geht. Ich glaube, wir kommen hier sogar gar nicht erstmal weiter, wa? Naja, wobei, gut, hier gibt es noch so viele andere Räume, aber... Okay. Oh, Cutscene. Oh, it's you. Yeah. I'm James. Angela. Angela. Okay.
Look, I'm not sure what you're planning, but there's always another way. Really? What's the point? It's easier just to run. Maybe it's all we deserve. We? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Sorry. It's okay. Did you find your mother? No. Not yet. Did she live here? In this building? I don't know. So all you know is that she lived in this town? What did you say? How did you know that? I just figured, because this is where you're looking for her. How else would I know? Yeah. Sorry. Did you find the person that you were looking for? Not yet. Her name's Mary. She's my wife. I'm sorry. Oh, it's okay. I don't know why I think she's here. She died 3 years ago. She's dead? Oh, don't worry, I'm not crazy. At least I don't think so. I have to find my mama. Should I go with you? This town really is dangerous. Now I know what you meant back there in the cemetery. No, it's okay. Besides, I'd just slow you down. What about that? Will you hold it for me? Sure. No problem. If I kept it, I'm not sure what I might do. No! I'm sorry! I've been bad! Please don't! Was zum Teufel? Ich war böse, sagte sie. Okay, das ist alles sehr interessant, ey. Oh, geil. Und ich weiß storytechnisch halt einfach nix. Weil ich mir das auch sowas nicht merken kann. Ich kann jetzt Silent Hill 2 durchspielen und dann fragt man mich in einem halben Jahr nochmal und dann, ach ja, es gab Monster und... Okay, geil, geil, geil. Und ein Schlüsselchen. Ein Schlüssel der Resilienz. Resilienz? Resilienz habe ich noch nie gehört. Ein Spiegel. Ja.
Cool. Möchte ich ihn schauen? Ja. War nicht kaputt. Hallo? Nee. Okay, wir haben noch den Mauszeiger. Mauszeiger sei schon. Den Uhrenzeiger. Alles klar. Und wir haben Schlüssel. Ja, wahrscheinlich da unten. Oh mein Gott. Wir wissen, wer das ist. Wo ist der? Alter, holy shit! Das ist Pyramid Head! Wo ist der? Oh mein Gott! Hier waren wir ja schon, ne? Ja, hier gab's nix. Oh. S. Warum sind die Decken hier so hoch? Das ist doch locker für Pyramid Head hier. Damit er hier vernünftig laufen kann. Was war das? Scheiße, ich hab das Vieh nicht gesehen. Was war das für ein Vieh? Alter, ich bin erschrocken gerade. Forever together. Warte mal, ist auf dem Bild. Warte mal kurz. Kann ich die drehen? Nee. Untersuchen? Doch. Warte mal. Wenden. 16. Oh, das habe ich mir nämlich fast gedacht. Ist auf den Bildern überall. Warte mal. Ah ja, 7. Okay. Das hat irgendeine Hintergrundstory. Das habe ich mir schon fast gedacht. Sind das hier hohe Decken? Eieiei. Aber Leute, bevor wir durch die nächste Tür gehen, machen wir Schluss. Wir sind bei genau einer Stunde, es passt. Tut mir leid, dass ihr jetzt wieder einen Tag warten müsst wahrscheinlich, aber it is what it is. Wir hören und sehen uns aber beim nächsten Mal wieder zu Silent Hill 2, wenn ihr Lust drauf habt. Seid dabei, schaltet ein. Bis dann und tschüssi.